liebe Zuschauer, zu Basteln und Heimwerken. Hier muss man ja alles selber machen. Deswegen habe ich jetzt hier mal oben ein bisschen was repariert. Warum kann ich das? Weil ich habe den lieben Rainer bei mir. Und ja, der hat mir schon so viel beigebracht, dass ich jetzt behaupte, ich bin schon ein bisschen ein Heimwerker geworden. Ja, bist oder? Du. Gib mir am liebsten den Hammer wieder zurück, Jana. Und dann komm bitte zu mir runter, okay, auf den Boden der Tatsachen. Ich habe zwar, hier einen Erste-Hilfe-Koffer dabei, sehr gut, aber der enthält keine Pflaster. Der hat, da ist keine Mullbinde drin, da ist nichts drin, was jetzt den Sturz ein von der... Ein Erste-Hilfe-Kasten ohne Pflaster? Ja, zeig genau. Mal. Schau mal, so sieht Erste-Hilfe für den Heimwerker aus. Ja? So wow. Schaut Erste-Hilfe aus für den ambitionierten Heimwerker. Mhm. Jeder Bohrer, jeder Bit, ob Holz, ob Stein, ob Metall, hier in diesem Koffer hast du für jede dieser Gelegenheiten das passende Schraub- und Bohrwerkzeug. Fantastisch. Bevor wir es mal krachen lassen hier im Studio mit der Bohrmaschine, kurz über diese vier Abteilungen gewandert, bleiben wir hier. Da finden wir diese Flachfräsbohrelemente. Ich kippe Ihnen den Koffer gerne an. Ja. Sie sehen, die haben so einen breiten Bohrkopf, Jana. Ja. Wie der gleich schneidet, das zeige ich dir gerne. Ein Satz Loch Sägen im unteren Teil dieser Schublade. Das wenn da du hier? Genau, wenn du jetzt deine Küche montierst und musst dein Abflussrohr durch dein Küchenmöbel führen, dann kannst du den Ausschnitt da gleich mit der Lochsäge machen. Oder dich anrufen. Das kannst du selbstverständlich gut auch. Gut. Jana, hier findest du schon mal eine Abteilung mit Bits. Und zwar auch deine Lieblingsbits, die heißen... Sind dabei? Ja. Torx. Auch Torx. Die Torx-Bits sind dabei. Und hier findest du Steinbohrer. Steinbohrer bis zu 30 cm Länge. Ja. Diese 30 cm langen Bohrer, wenn du ein Antennenkabel durch die Wand führen musst. Ah. Ja? Die Wände sind 24 cm, das ist schon stimmt, so eine tragende Wand. Kommst du spielend leicht dank der 30 cm Länge durch. Und hier haben wir Kugelschreiber? Nein, das sind Nageltreiber, den führe ich dir auch gerne vor. Sieht aus wie ein Kugelschreiber. Ja, da fragen mich viele, ja, Mensch, wofür ist denn das gedacht? Zeige ich dir gleich. Zeig ich dir gleich. Hier okay sind wir nochmal... Inklusive der Torx-Bits. Yay! Ja, bei den Langbits. Wir haben die Sechskant-Bits für die Sechskant-Schrauben ebenfalls im Set mit dabei als komplettes Sortiment. Ja. Und wir haben goldene Bohrer. Goldene Bohrer? Ja. Für Weihnachten? Ja, auch. Auch, oder? Aber die sind titanisiert, die sind speziell oberflächengehärtet, liebe Zuschauer. Etwa zehnmal länger scharf als... Das komplette Sortiment der Standard-HSS-Bohrer, die hier auch drin sind. Und das hier ist ja zum Spaghetti-Kochen, dass man sieht, für wie viele Personen man Spaghetti kochen muss, oder? Ja, das ist eine Schablone, mit der du die Dicke der Spaghettis messen kannst. Ah. Jana, es kommt immer mal wieder vor, dass du einen Bohrer gebraucht hast und die Zahl auf dem Bohrer nicht mehr erkennbar ist. Dann kannst du hier einfach über die Schablone wandern und sehen, das ist ein 10-5er. Ein 10-5er. Ja? So einfach ist das. Super. Dafür ist diese Schablone da auch mal ein Bohrloch kontrollieren. So, sehr jetzt gut den 32 mm Flachfräsbohrer. Ja. Ab in die Bohrmaschine damit. Ab in die Bohrmaschine. Ja? Ich bin ja Tischlermeister, will das gar nicht so. Es gibt bestimmt viele bessere Tischlermeister als mich. Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist der Beste. Ja, na, da, wo andere die Nuckelflasche hatten im Kinderbett, da war bei mir eine Bohrmaschine. Ja? Wirklich? Ja, tatsächlich. Oh. Und deswegen will ich jetzt einfach mal zeigen, geben wir der Maschine hier mal richtig Kraft. Und zeig mal, wie so ein Flachfräsbohrer arbeitet. Kabel halte ich hier hinten. Wie praktisch ist doch manchmal ein Akkuschrauber. Ja? Also. Schau, Jana, das ist ein Bohrer für die größeren Löcher im Holz. Ja. Warum ich hier so halb angebohrt habe, damit man sieht, dass in dem Bohrloch nichts qualmt, nichts brennt und nichts stinkt. Das würde ein scharfer Bohrer verursachen. Ja. Und so hast du eben wirklich randscharfe Löcher. Jetzt bohre ich das, den Balken mal insgesamt an. So, da siehst du, dass ich in Sekundenschnelle 32 mm breit und 6 cm tief gebohrt habe. Wahnsinn. Ja? Und das alles in einem Rutsch mit diesen Bohrern. Holzbohren. Holzbohren. Ja, kein Problem. Kein Problem. Haben wir alles da. Wenn man Rainer heißt.
ist das kein Problem. Wenn man Pearl-TV-Kunde ist. Wirklich? Ja, wenn man, ich bin auch Pearl-TV-Kunde, kann ich das auch? Wenn man 37,91 € ausgibt, bekommt man 204 nützliche Teile, liebe Zuschauer. Boah. 204. Davon viele Bohrer, über 60 Bits. Sie bekommen den Nageltreiber, sie bekommen die Schablonen, sie bekommen aber auch ein komplettes Sortiment, Jana, an Steinbohrern. Und Steinbohrer, ich gucke jetzt gerade mal hier rauf, ob die Kollegen das hier, den habe ich versenkt. Warte, ich renne. So schlimm gewesen, Jana, hätte ich den nächsten genommen. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der 10er, ich wollte jetzt den 8er Bohrer mal haben. Was natürlich auch sehr praktisch ist, ist, dass man diesen Koffer hat und immer wieder in das gleiche Plätzchen das reinmacht und dann hat man auch das Problem mit dem Suchen nicht, ne? Wer Ordnung hält, ist eben nicht zu faul zum Suchen. Stimmt. Ja? Und liebe Zuschauer, da hat die Jana vollkommen recht. Jeder Bohrer sollte bitte wieder an seinen Platz zurück, wenn sie ihn benutzt haben. Jetzt habe ich einen Steinbohrer eingespannt, Jana. Schalte die Bohrmaschine auf Schlagbohren. Und hier gilt eben nicht Quantität zu Lasten der Qualität, sondern... Ein Loch in den Stein gemacht, Rainer. Ein Kalksandstein. Ein extrem harter Kalksandstein. Und Sie haben vielleicht als aufmerksamer Zuschauer gesehen, dass dieser Bohrer schon benutzt war. Damit habe ich schon viele, viele Male gebohrt, Jana. Ja. Und diese Hartmetallschneide hier, die sorgt immer noch dafür, dass ich ein schönes, gleichmäßiges Bohrbild habe. Also ein kompletter Satz Steinbohrer. Wahnsinn. Eben bis hin zu dieser 30 cm Länge. Der soll auch wieder an seinen Platz hier, der Bohrer. Ja. Damit er richtig untergebracht ist. Mhm. Kommen wir zu dem nächsten. Du wolltest nach den Nageltreibern, hast du gefragt. Ja, Schau, Jana, Kugelschreibern. Es kommt vor, dass du Fußleisten mit Nägelchen befestigst. Ja. Ja? Und deine Fußleiste ist aus einem wunderschönen Dekormaterial. Ja. Ne? Ich nehme mal noch einen zweiten Nagel dazu. Und dieses Dekormaterial würdest du ja, wenn du jetzt den Nagel hineinhaust, und du bist kurz vor dem Ende, haust du drauf, ist das Holz gleich mit kaputt. Ah, das ist nicht schön. Und also haue ich mit dem Hammer so weit, bis ich kurz vor dem Untergrund bin, nehme mir den Nageltreiber hier zur Hilfe und die restlichen 5 mm, die haue ich dann mit dem Nageltreiber rein, kann den Nagel ruhig so ein bisschen versenken, dann kommt ein Wachskit drauf und dann ist der verdeckt. Schön, also keine Kugelschreiber. Da haben wir, und im Übrigen ist noch ein Körner da. Ein Körner, das ist ein Gerät, mit dem du Metalle vorschlägst, damit du mit dem Metallbohrer nicht abrutschst. Der gehört auch zum Lieferumfang dazu. Wow. Diese Bohrer, das finde ich so fantastisch, dieses Set hier mit 200 Teilen. Ich nehme sie mal in schwarz raus dieses Mal. Schau mal, Jana, 10 mm und 1 mm. Für was braucht man denn sowas? Ja, die Modellbauer, die brauchen sowas häufiger. Ja? Die bauen ihre Servomotoren ein und solche Sachen. Also, da sehen Sie wunderschön. Bohrer? Das ist tatsächlich ein Bohrer. Wahnsinn. Ja? 1 mm und diese Bohrer, Jana, selbst wenn man so geschickt ist beim Heimwerken wie du, kann es passieren, dass der mal abbricht. Und wenn der abbricht, haben Sie noch 3 weitere im Set enthalten. Also keine Sorge, super, diese schmalen Bohrer sind gleich mehrfach da. Die Zeit ist heute ein wenig knapp, deswegen noch einmal über das gesamte Sortiment, Jana. Ja. Neben den über 60 Schrauberbits in langer und kurzer Ausführung mit Torx. Mit Torx, mit ganz den Torx-Bits. Ja. Haben Sie auf dieser Seite angefangen, nochmal die komplette Abteilung Holz, inklusive der Holzdübelbohrer. Hier die Abteilung Stein, die ersten Bits mit den Torx-Bits, mit den Nageltreibern. Und die nächste Abteilung, weitere Bits in der langen Form für tief versenkte Schrauben, die Sechskant-Bits. Wir haben hier die erste Abteilung der titanisierten Bohrer. Unsere Weihnachtsedition. Genau, und das gipfelt dann hier auf dieser Seite in ein volles Sortiment von 1 bis 10 mm. Alles, was das Herz begehrt zum Bohren von Metall. 204 Teile. Ja. Plus diesem Koffer für 37,91 €, liebe Zuschauer. Das ist ein tolles Geschenk, ist aber auch was, was Sie sich gerne selber gönnen sollten. Denn wenn man so eine Bandbreite an Werkzeug hat, dann kann man jedes Loch bohren durch Stein, durch Holz, durch alles. Definitiv. Und ist für alles gewappnet. Deswegen rufen Sie jetzt an und schlagen Sie zu. Das macht ganz viel Spaß.